ich schäme mich, dieser Bundesregierung anzugehören, wenn es bei diesem Nichtstun bleibt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Bundespostminister Schwarz-Schilling hat heute Morgen überraschend seinen Rücktritt erklärt. Überraschend zurückgetreten. Aus persönlichen Gründen um seine Entlassung gebeten. Glücklich ist sicher über diese Entscheidung innerhalb der Bundesregierung vom Kanzler angefangen niemand gewesen. Am Nachmittag ließ Bundeskanzler Kohl eine Erklärung verbreiten, in der er die Verdienste von Schwarz-Schilling um die erste Postreform und bei der bundesweiten Verbreitung des Kabelfernsehens würdigte. Und nie hat er ein böses Wort über Helmut Kohl gesagt. Bis heute. Nach sehr gründlicher Überlegung habe ich dann am nächsten Tag mein Rücktritt erklärt. Rücktritt. Postminister Schwarz-Schilling schämt sich für die Bundesregierung. Heute Abend im Nachrichtenstudio von RTL Aktuell. Michael Kahr, Ulrike von der Gröben und Peter Klöppel. Guten Abend und herzlich willkommen bei RTL Aktuell. Heute Morgen um 9.30 Uhr ging in Bonn plötzlich die Post ab. Postminister Christian Schwarz-Schilling wirft dem Kanzler im Zorn die Brocken vor die Füße. 10 Jahre saß er auf dem Chefsessel im Postministerium. Der CDU-Mann war ein unbequemer Reformer. Gleich weiter an Rudolf Wagner in Bonn. Was meinen Sie, ist Schwarz-Schilling gegangen oder ist er gegangen worden? Er ist selber gegangen, Peter, und es war sicherlich ein sehr starker Abgang, der ganz moralische Töne anschlug. Und das hat man ja in Bonn gar nicht so häufig. Er sagte, ich schäme mich, diesem Kabinett anzugehören. Wann ist er denn zurückgetreten? Also die Einmeldung kam vor 20 Minuten. Nein. Sehen Sie, ich habe mich woanders aufgehalten. Also da muss ich mir erstmal ein Urteil drüber bilden. Auf jeden Fall ist es schade. War ein gutes Kabinettsmitglied. Der CDU-Politiker Schwarz-Schilling, der dem Kabinett Kohl von Anfang an angehörte, hatte bereits am Donnerstag den Kanzler schriftlich um seine Entlassung gebeten. In einer persönlichen Erklärung begründete der Minister am Mittag seinen Schritt mit der Haltung der Bundesregierung angesichts des Krieges in Bosnien-Herzegowina. Wenn ich dann noch daran denke, dass er auch der Vater des Kabelfernsehens war, was uns alle etwas angeht, dem Kanzler ins Gesicht gesagt, ich schäme mich, dieser Bundesregierung anzugehören, wenn es bei diesem Nichtstun bleibt. Auslöser, die Tatenlosigkeit, mit der die Regierung den Kriegsgräueln in Bosnien-Herzegowina zuschaue. Ins Schwarze hat er getroffen, der Postminister. Wenn es bei diesem Nichtstun bleibt. Den wunden Punkt politischer Abläufe. Es erfrieren Menschen. Sie haben nichts mehr zu essen. Sie können ja sehen, wie es in Sarajevo aussieht. Schonungslos und ungerührt dargeboten. Wann werden Sie dafür sorgen, dass die Leute am Flughafen nicht mehr beschossen werden, dass die Flugzeuge mit Nahrungsmitteln herunterkommen können? Dann können Sie mit offenem Blick nach Genf gehen und sagen, ich führe Friedensgespräche, aber nicht sie hinauszögern und in der gleichen Zeit die Menschen weiter leiden oder schießen zu lassen. Das ist ihre Aufgabe. Und wenn sie nicht sagen, sie werden dafür kämpfen, wenn sie jetzt zurückgehen, dann werde ich gehen. Denn mit so einem Menschen möchte ich nicht zusammen sein. Moment. Ja oder nein? Moment. Kein Moment. Ja oder nein? Dieses Temperament und diese Konsequenz gar nicht zugetraut hätte. Ich muss sagen, warum funktioniert es so langsam? Warum werden die wichtigen Entscheidungen nicht schnell getroffen? Warum wartet das Volk umsonst? Warum dauert alles so lange? Und dann wollte er nicht mehr. Ich schäme mich, dieser Bundesregierung anzugehören. Dies sind die Luftbildaufnahmen vom Vernichtungslager in Auschwitz, aufgenommen von der US-Luftwaffe. Der Präsident der USA wusste spätestens im Juni 1944, was in diesen Lagern geschah. Das Pentagon wusste es und das State Department. Zwei Bomben. Eine auf Krematorium 2, eine auf Krematorium 3. Die Tötungskapazität von Auschwitz wäre um 75% dezimiert worden. Leichen verbrannt in alle Himmelsrichtungen. Krematorium 2, Krematorium 3. Zwei Bomben. Satellitenaufnahmen aus Srebrenica vom amerikanischen Geheimdienst.
Diesmal sind es keine Juden. Es gibt auch keine Öfen oder Züge. Man benutzt Busse und verscharrt die Leichen in Massengräbern. Was hat man geglaubt, was mit 40.000 Zivilisten geschehen würde, wenn der Feind kommt? Man hat nicht einmal das Rote Kreuz geschickt. 1943 war das Rote Kreuz in Theresienstadt. Die Mitarbeiter sagten damals, die Bedingungen in Theresienstadt sind zwar hart, unter den gegebenen Umständen aber akzeptabel. Die Kinder dieser Mitarbeiter müssen bei der UNO in Bosnien gearbeitet haben. A safe area. Well, what does that mean? That's surely safe. Safe area? You know? Okay. Im Gegenzug dafür, dass ein paar kanadische Blauhelme dort stationiert werden durften, musste sich Srebrenica entwaffnen. Es sollte eine Sicherheitszone werden. Die bosnisch-serbische Armee wusste, dass es nichts als ein riesiges Konzentrationslager unter ihrer Kontrolle war. Die Kleinstadt Srebrenica ist seit über 2 Jahren eingeschlossen. Die Menschen hungern. Sie haben Schwierigkeiten, Wasser zu organisieren. Zehntausende Moslems waren vor den Serben hierher geflüchtet. 3 Jahre lang waren sie in der Stadt eingeschlossen. But if this doesn't work, General, what do you think it will do to the people? It will work. Before bricks and mortar came the vision. And here to share with us the realization of that vision, Nobel Prize laureate and founding chairman of the United States Holocaust Memorial Council, my dear friend, Mr. Elie Wiesel. Mr. President, Mrs. Clinton, President Herzog, Mrs. Herzog, Mr. Vice President, Mrs. Gore, I have been in the former Yugoslavia, and Mr. President, I cannot not tell you something. We must do something to stop the bloodshed in that country. To je za nas bilo veoma riskantno, ja to je veliki rizik, ja nisam mogao to da prihvatim, jer sam znao da je, recimo, međunarodnoj zajednici dovoljno 10.000 vojnika, 5.000 u Zvornik i 5.000 u Posavino koridor i Srbi su gotovi. Those against the draft resolution has been adopted unanimously as resolution 819.
under which air strikes can't proceed requires the common agreement of our NATO allies. I personally never expected General Mladic to overrun the enclave because the world was watching. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude ratno. Serbenführer Karadzic lieferte Sprüche für die Presse und das Fernsehen. Unsere Armee ist sehr verantwortungsbewusst. Zivilpersonen sowie das UNO-Personal sind in absoluter Sicherheit.
they will all be either dead or captured, Ava. Hostages when we have never been involved in the war against them, when all we did was to do what we said we would do all along, which is if they threatened our people, we would use our power. And they are the complete aggressors and wrongdoers. Some kind of dead silence, evening of 10 July. Shelling stopped, you know, there was no shooting. We were all looking up at the sky, thousands of people, you know, looking up at the sky, listening to the sound. Brandenburger Tor, damit Sie erfahren, was am Vorabend des größten Massakers auf europäischem Boden nach dem Zweiten Weltkrieg... Das ist eine Absperrung, das ist die Grenze zur Sprachlosigkeit. Und ich vermute, dass es akustisch nicht anders möglich ist, als dass Sie in diese Grenze hineintreten. Mit dem Vermerk, hier drin gibt es keine Worte mehr. Wir kommen richtig nah zusammen, dass Sie hier eine Traube um die Bomben bilden. Der amerikanische Journalist David Rode hat 5 der 8 Teilnehmer interviewt und die Reden der einzelnen Teilnehmer rekonstruiert. Wir stellen dieses Gespräch hier und heute vor das Brandenburger Tor, damit Sie erfahren, was am Vorabend des größten Massakers auf europäischem Boden nach dem Zweiten Weltkrieg gesprochen und vor allem, was dagegen unternommen wurde. Wir wollen, dass Sie einen Eindruck davon bekommen, was in einem solchen Moment geschieht. Es ist jetzt 19.50 Uhr. Das Leben, meine Damen und Herren, von 40.000 Zivilisten liegt in den Händen dieses Krisenstabes. Der holländische Kommandeur fordert seit dem frühen 10. Juli nach den Einsatzregeln der Vereinten Nationen Luftunterstützung an. Innerhalb einer Viertelstunde von der gesamten Befehlskette von UNO und NATO unterschrieben, nur nicht von einem einzigen Mann, den Sie neben mir sehen, General Bernard Janvier. ...8.376 Menschen, allesamt bosnische Muslime, werden nach diesem Gespräch sterben. Es ist jetzt 19.50 Uhr, gestern Abend vor 14 Jahren am 10. Juli.
des Krisenstabs beginnt. Vor einer Viertelstunde haben 60 bosnisch-serbische Infanteristen den südlichen Teil Srebrenica angegriffen. Zwei Panzer mit Lastwagen stehen hinter ihnen. Sie rücken auf die Stadt vor. Wie schnell können Ihre Flugzeuge einsatzbereit sein? Ja, richtig. In weniger als einer Stunde. Ich kann anfordern, dass die Piloten im Cockpit in Alarmbereitschaft gehen. Sie sollen sich bereithalten. Gestern Abend haben wir den Serben ein Ultimatum gestellt. Mladic hat es ignoriert. Aber unser Problem ist, dass wir keine Zielobjekte für Luftangriffe haben. General Chauvier, wir haben diese zwei Panzer. Und wenn die Fliegeleitoffiziere die serbischen Panzer nicht sehen können, können wir mit einem Fliegeleitoffizier aus der Luft arbeiten. Wir haben zwei Gruppen von Fliegeleitoffizieren in dem Gebiet. Die können uns genug Ziele für Luftangriffe liefern. Und wir können die Artillerie aus der Luft ausmachen. Sind wir in einem Verteidigungsring mit serbischen Bodenluftraketen? Das wissen wir nicht. Aber wir fliegen mit einer Formation, die SEAD-Maschinen beinhaltet. Die kümmern sich um die feindliche Luftabwehr. Aber wird es Präventionsangriffe auf SEM-Stellungen geben? Nicht bevor sie auf uns aufgeschaltet sind, Sir. Wie ist die Haltung der niederländischen Regierung? Es geht hier vor allem darum, Opfer unter ihren eigenen Leuten zu verhindern. Die Serben haben... Moment. 30 holländische Soldaten in ihrer Gewalt. Wenn wir aus der Luft angreifen, kehren die Soldaten mit Flagge auf den Särgen nach Holland, nicht an den UN-Sitz nach New York zurück? Versichern Sie sich bei der Regierung, wie die UN zu verfahren hat. Das dortige UN-Kontingent ist in Gefahr. Wir müssen handeln, auch wenn das ein Risiko für die Geiseln bedeutet. Es gibt keine andere Wahl, wenn das Kontingent angegriffen wird. Wenn es nicht angegriffen wird, sieht die Sache anders aus. Dann ist die Frage, wie viel Beschuss die Zivilisten aushalten können. Ich habe mit dem NATO-Koordinationszentrum in Neapel telefoniert. 40 Flugzeuge kreisen über der Adria, ohne von uns angefordert zu werden. Admiral Smith will jetzt eine unterschriebene Anforderung sehen, bevor er weitere Flugzeuge starten lässt. Sind Ihre Maschinen in Alarmbereitschaft? Wenn Sie sie anfordern, sind die Maschinen bereit. Trotz der Risiken ist dies eine Situation, in der luftnahe Unterstützung notwendig ist. Genau. Aber die Ziele müssen bestätigt werden. Der Fliegerleitoffizier hat das letzte Wort über den Angriff. Ich will mit Sarajevo telefonieren. Geben Sie mir General Bugyar. Ja, Bugyar hat die Anforderung selbst unterschrieben. Gobiar ist nicht zu erreichen. Aber General Nikolai wäre da. No, no, no. Danke, merci. Ich bin für luftnahe Unterstützung. Aber nicht heute Abend. Nicht heute Abend. Sobald die serbische Infanterie vorrückt, herrscht Chaos. Außerdem gibt es ein Problem mit den Zielobjekten. Morgen früh ist der bessere Zeitpunkt.
Minuten für die Kampfjets. Sir! 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 Gummiach! Gummiach für Sie! Gummiach! Hallo? Die Sperren auf den Zufahrtsstraßen, die wurden schon heute Mittag angegriffen. Monsieur Kashi! Wie geht es? Ja? Niemand greift die Sperren an und legt in die Stadt vor, Rückenwild! Es gibt schon noch Probleme, aber wir haben ja noch Zeit. Zeit. Ich habe gerade Mitteilung erhalten, dass unsere Leute inzwischen direkt auf die Serben schießen. Ajde, vezi ste moji ulaz tu u auto. Ajde, šefe, napred, ajde napred. Neko je jedno i da ima neka poruka vezu za vas. Ovo sad se kaže kako spašavam umprofon. Ne, voda. Stavi ti to na sebi. Tako da se vidi da smo pomorili. Tako, gospodine. Ej, odmah staje većina. Come on.
kind of dead silence, evening of 10 July. We were all looking up at the sky. Thousands of people, you know, looking up at the sky, listening to the sound. This waiting was more terrible than the you know, shooting. Frkaj me sad, pritisni, hoću urlanja da čujem, juriš. Ajde, brate, sad pritisni, frkaj me sad, pritisni, NATO pakta ne može ništa. Pritisni, NATO pakta ne može ništa. Pritisni, NATO pakta ne može ništa. Radi, ne, ja sam davno na tvrdome, samo stoli lijevo od mene, oni su nešto stali, ne znam stali. Oni kaže, čekaju tebe, se uzmi najbolje položaj, opleti dole da čujem vukove kako zavijaju, ajde! Akcija oslobađanja Srebrenice tekla je po planu. Sinhronizovano dejstvo naših jedinica imalo je za posljedicu potpuno rasulo u neprijateljskim redovima. I zaista, srpskoj vojsci nije mogao ništa ni NATO pakt. Ničim izazvani, avioni zapadnoevropske vojne alijanse dejstovali su po srpskim snagama u Srebrenici. Razorne aviobombe, međutim, nisu demoralisale naše borce, čak suprotno, učinile su da moral pripadnika srpske vojske bude još veći. Na drugoj strani, panika u muslimanskim redovima očigledna je na svakom koraku. Sam ulazak u grad... Mein Name ist Manfred Eisele. Ich war 41 Jahre lang Soldat der deutschen Bundeswehr. Meine letzte Verwendung war beigeordneter Generalsekretär im Department of Peacekeeping Operations der Vereinten Nationen und in die PKO. War klar, dass die Massierung der bosnischen Serben das Ziel hatte, die Safe Areas verschwinden zu lassen. Wir bekamen normale, regelmäßige Lagemeldungen, die deutlich machten, dass die bosnischen Serben die Safe Areas möglicherweise angreifen würden. Was wir so bekommen haben, welche Informationen es damals schon gegeben hat, im März 95, also Satellitenaufnahmen, dass sich im Norden bei Bratunac etwas tat, es wurden Bunker angelegt, Schneiden für Panzer geschlagen, es gab Truppenverstärkungen, worüber Unmoos berichteten. Das waren so Hinweise, die doch Sie auch in New York bekommen haben. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. In dem Frühling haben wir eben 1995 beobachtet, dass es planmäßige Vorbereitungen für Sommeroperationen auf der Seite der bosnischen Serben gegeben hat. Dazu gehörte die vorausschauende Auslagerung von Munition, also großkalibriger Munition. Diese Abschnürung durch die bosnischen Serben musste man eindeutig als Vorbereitung zum Sturm erkennen. Es war eindeutig erkennbar, dass hier von langer Hand etwas vorbereitet wurde. Die Mehrzahl der in diese Informationen und Diskussionen eingebundenen höheren Offiziere aller Nationen sahen die Dinge in ziemlich gleicher Weise. Ich bekam als erstes einen Anruf vom Lagezentrum. Es war eine
eine Meldung, die etwa sagte, der in den letzten Tagen sich abzeichnende Angriff der Serben auf Srebrenica könnte begonnen haben. Am 11. Juli 1995 wird die UN-Schutzzone Srebrenica von den bosnischen Serben unter General Ratko Mladic erobert. Panik bricht bei den 40.000 Muslimen, die in der Stadt leben, aus. Die meisten von ihnen stammen nicht aus Srebrenica selbst, sondern aus Dörfern in der Umgebung. Sie haben sich in die Enklave geflüchtet, weil sie unter dem Schutz der Vereinten Nationen steht. Sie wähnen sich dort sicher. Tausende Frauen, ältere Männer und Kinder suchen Zuflucht in der stillgelegten Batterienfabrik von Potocari, einige Kilometer nördlich von Srebrenica. Dort ist das holländische Bataillon Dutchbat 3 stationiert, im Auftrag der Vereinten Nationen. Aufgabe der Soldaten ist es, die Enklave Srebrenica zu schützen. Im Laufe der nächsten Tage sehen die holländischen Blauhelme tatenlos zu, wie muslimische Männer von den bosnischen Serben wie Vieh zusammengetrieben und in Bussen abtransportiert werden. Dem Tod entgegen. 8.372 Männer und Kinder werden von Ratko Mladic Soldaten in den 4 Tagen nach dem Fall von Srebrenica getötet und in Massengräbern verscharrt. Svi koji žele da napuste ovu teritoriju također mogu. Obezbedili smo dovoljno i autobusa i kamiona, bit ćete premlačeni do kladnice. Samo polako, da imaju. 12.000 jüngere Männer gehen nicht nach Potocari. Sie versuchen, sich durch den Wald in Richtung Tuzla durchzuschlagen. Die ca. 75 Kilometer entfernte Stadt steht unter der Kontrolle der bosnisch-muslimischen Armee. Računa se da oko 5-6 hiljada muslimana još uvek luta ovim šumama i planinama. A koliko ste tamo proveli vreme? Proveli smo 2 dana i 2 noći. Skroz opkojeni je, šta, gde su vam puške? Nisam imao puške, da nisam, ja sam civil. Civil? Dobro. Nisam ni vojnik. Ste mnogo uplašili? Kako se nešto uplašiti? Ajde, bolo, ne bojiš, šta se bojiš? Ajde, gore, ajde. Ajde, slobodno. Hajde,
Alle vamos, este Ustran. Vamos, vamos. Sedi tamo, znakaj se tamo u tatu. Vamo, bravo, i sedi tamo. Brzo! Ovako, Franja i Pirka vam. Brže, brže! Vamo, sedaj. Brže! Tako. Zeka, idi brzo, kaj će kamioni doteraj, rikla mi baterija. Čekaj, dok baterija... Pička je, materi. Aus Srebrenica zurückgezogen. Der kommandierende serbische Offizier hat uns ein Ultimatum gestellt. Die Vereinten Nationen sollen ihre Waffen ausliefern. Dann seien unsere Soldaten frei. Nationen sollen ihre Waffen ausliefern, dann seien unsere Soldaten frei. Auch die Muslime sollen innerhalb von 48 Stunden die Schutzzone verlassen. Was meint Garmann? Er hält es nicht für sinnvoll, heute Nacht Angriffe zu fliegen. Er möchte sie morgen früh haben. Sir, Garmann will wissen, ob er die Beobachtungsposten räumen soll. Er sagt, es sei keine taktische, sondern unsere Entscheidung. Wegen der militärischen und politischen Bedeutung. Wenn Sie mich fragen, bla bla bla. Bla bla bla. Das ist unakzeptabel. Bla bla bla. Das ist eine Entscheidung, die er vor Ort treffen muss. To disarm Muslims into Soviet. A vi ste ih naoružavali, s njima švercovali i pripremali za borbu protiv Srba. Give weapons to them, smuggled with them and prepare them for fighting against. I još ste izdali danas naređenje vašim trupama da tuku po mojim vojnicima. Plus you gave the order today to your troops to shoot at my troops. Da čujem šta želite. Da čujem šta želite. Let me. Find it here. Only from here. Yeah, can I ask you something for independent television from Belgrade? For independent television in Belgrade. What's going on today here? You know what's going on. I just came here. You know what's going on. Hey, Vicky? 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 What are we going to do? What are we going to do further on? I've been asked by General Nikolai. Not knowing that I should meet you here in Bratislava. And so, knowing that... Not knowing that... I...
Otherwise, I should maybe be better for me to me for the talk on this. I've been asked by Jan Nikolaj. To ask release for the civilian population. Also for the battalion. Because what I always used to say, I'm a piano player. Don't you be piano player? Stop to be a pianist. So that's why I have been asked by General Nikolai. I'm also he's been ordered by General Jean-Pierre in Sarajevo. To je isto upravo drža, a? Da, da, isto su oni unutra, ali... Zem se na kretanju. I have a question. Ima pitanje. Da? Yes. What can I say to, you know, Nikolaj? Šta mi da ću rekao Nikolaj? After we have met you tonight. Što sam sreli časo? Gospodine Vrkomče. Malo vi imate fajde od razgovora sa generalom Nikolajem. You don't have too much good of a conversation with General Nikolaj. On ne može pomoći ni vama. He cannot help neither you nor Muslim population. Ali ako već insistira, da mu kažete, prenesem u sljedeći. But if you do insist anyway to tell him, pass on to him, please. Snagi UNPROFOR-a i pored dejstva avijacije NATO pakta i dejstva vaših snaga po mojim narodnim snagama i dalje nisu silni moliti. No matter of their strikes, no matter of your soldiers shooting my soldiers, are not the goal of mine. Svaki od vaših oficira i vojnika kao i vi imate samo jedan život. Everyone of you and your soldiers have only one life. I ne vjerujem da želite da ga ostavite ovdje. And I do not believe that you would like to leave it here. Zato tražim apsolutnu saradnju. That's why I ask for absolute cooperation. Nije cilj dejstva ni civilno muslimansko stanovništvo. The goal of my action is also not the Muslim civil population. Želim da vam pomognem. I want to help you. Mada to ne zaslužuje. Even though you do not deserve it. Ni kao čovjek, ni kao oficer. Not as a human, nor as an officer. And we had a very good life. Sve dok nisu muslimani počeli da slušaju šta im kaže Van der Broek, Zimmermann i njihov i Kohl i slična. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Faschismus und dem, was in Serbien im Augenblick geschieht, beziehungsweise in Bosnien durch die Serben? Selbstverständlich. Ich glaube, es hat sich hier ein Mechanismus breit gemacht, der den meisten gar nicht mehr auffällt. Wenn man Mitglied einer Bundesregierung wird, dann wird man vor dem Deutschen Bundestag vereidigt. Vereidigt auf das Grundgesetz, nicht auf die Parteitagsbeschlüsse. Und ich glaube, dass im Falle Jugoslawien so Entsetzliches passiert, dass man hier nicht so wie Business as usual vorgehen kann. Was habt ihr denn da beschlossen? Wieso geht's denn nicht weiter? Worauf wartet ihr eigentlich? Von Augenzeugen die Situation in Jugoslawien im Einzelnen geschildert worden ist. Die Betroffenheit der Fraktion habe ich in diesem Grade noch nie in meiner ganzen Zeit als Abgeordneter hier im Deutschen Bundestag kennengelernt. Und hier sind die Ergebnisse unserer Frage des Tages. Man kann Minister Schwarz-Schilling ja gut verstehen. Da werden in Jugoslawien Frauen vergewaltigt, Kinder bestialisch geschlachtet und ganze Städte in Schutt und Asche gelegt. Und wir, die wir fast Nachbarn sind, schauen zu.
als ein Minister in einem Ressort, was nicht überall dabei ist, Postminister. Ich beklage, dass es einen sich langsam eingeübt hat, dass ein Minister nicht an diesen entscheidenden Grundfragen unserer Zeit entsprechend beteiligt ist. Ich schaue überhaupt in die Röhre. Ich werde für alles genauso wie jeder Kollege mit in Haft genommen. Aber solche Überlegungen finden dann gar nicht mehr statt. Da sind dann die Fachleute in den Ministerien und sagen, doch, das mussten wir alles so machen. Man kommt den Hintergründen gar nicht mehr nach. Und dann bin ich zu der Überzeugung gekommen, hier kannst du nichts mehr bewegen. Er sei nicht in die Politik gegangen, das betonte Schwarz-Schilling hier auf der Pressekonferenz noch einmal sehr nachdrücklich, um bei einer so dramatischen Situation zum Alltag zurückzukehren. Wir haben dort weder die Zeit nachzudenken, richtig, weil die Fragen ja gar nicht in einer Art Brainstorming angedacht werden. Herr Schwarz-Schilling, man kritisiert die Öffentlichkeit, man kritisiert die Presse, es sei in der Berichterstattung über Jugoslawien inzwischen eine Abstumpfung eingetreten. Welche Worte, welche Bilder sind es gewesen, die bei Ihnen diese Abstumpfung durchbrochen haben? Ich habe am Dienstag einer Fraktionssitzung der CDU-CSU-Fraktion beigewohnt. Und da hat ein junger Mann, das war der Stefan Schwarz, ein Kollege, der neu im Bundestag ist. Herr Schwarz, was ist so schwierig daran, mit Herrn Bucher zu diskutieren? Dieser Mann ist ein Kriegsverbrecher. Was tun Sie jetzt, um den Opfern jetzt zu helfen? Ja, ich habe gesagt, der Krieg dauert noch immer und man kann... Sie können nichts tun? Fast nichts tun. Warum können Sie nichts tun? Warum? Weil man überleben muss. Deshalb führen Sie diesen Krieg weiter. Das ist die Hauptsache für uns. Man überleben muss man. So, Herr Mayer. Stopp. So, Moment. Meine Damen und Herren, es hat überhaupt keinen Sinn. Hier stehen drei Menschen, die mit Sicherheit die serbische Seite in hervorragender Art und Weise vertreten können. Lassen Sie sie antworten und lassen Sie uns diskutieren. Ich finde es empörend, dass ich das immer und immer wieder sagen muss. Sie haben zwei Drittel von Bosnien erobert. Sie haben dieses Gebiet in einen Friedhof verwandelt und Fragen beantworten Sie ja nicht, aber ich will Ihnen trotzdem eine Bitte überbringen. Ich bin Serbe und bekenne mich zu meinem Volk. Meine Damen und Herren, darf ich an dieser Stelle sagen, ich bin Rheinländer und finde es riesig, Rheinländer zu sein. Bitte schön. Von sehr vielen Beiträgen über diesen Völkermord, für den Sie intellektuell mitverantwortlich sind, weil Sie sich nicht davon distanzieren. Und wir haben das gerade in Deutschland viel gehabt, dass große Teile der Intelligenz Hitler sehr lange unterstützt haben. Und es geht natürlich nicht an, dass jede Generation sozusagen aus den eigenen Fehlern wieder lernt. Das müssen die ältere Generation mit übertragen. Und deswegen war ich so froh, als dieser junge Mann genauso dachte wie ich damals. Und ich habe ihm dann auch gesagt, dass das mich erinnerte an meine eigenen Motive, in die Politik zu gehen. Deshalb muss es eine internationale militärische Intervention gegen Sie geben, um diese Verbrechen zu beenden. Eine Intervention von Truppen der Vereinten Nationen. Und so gut. At the moment, when I was in front of Savasheva, Punta, Zajan, municipality of Savanta, I to sam uzao, da vam pokažem. I took this to show you. Vaše trupe su mene lično gađale. Your troops opened fire and fired at me personally. Pogledaj zato će godi. Svi mi sad oduzo padaš. Samo ti ne radiš to. There are no medicines. Some of the Muslim people are dying. We are doing our utmost to come there. Können Sie sie die Nacht über oben halten? Nein, dann hätten Sie keinen Treibstoff für morgen. Wenn die Kämpfe aufgehört haben, ist der Angriff vielleicht beendet? Vielleicht. Vielleicht hat Mladic den Befehl erteilt?
Слышите, правец, братуна, слева вам! Хочет вам! После не поздравляния, курец! Третий напред, пачи не поздравляем, когда дойдем у братуна сюда. Da kommt es oft darauf an, dass man demonstrativ die Zähne zeigt, durch entschlossenes Verhalten diesen Willen dokumentiert. Es hat in der Geschichte immer wieder Situationen gegeben, in denen eine Handvoll entschlossener Soldaten durch rasches Zupacken, handstreichartig, große Erfolge auch gegen weit überlegene Truppen erzielt hat. Wenn die ersten drei avancierenden bosnisch-serbischen Panzer in die Luft geflogen wären, hätten sich Mladic und Konsorten sehr überlegt, ob sie an ihrer Absicht festhalten. Eto, Živanovići, pružila vam se šansa. Joj, čovječe, pa da bi... Ja sad imam 600 kroz 300. To je nevata snima. Pružila se šansa, gospodin Klanić. Pregledajte, pregledajte malo neku zgradu, pregledajte. Uđite pažljivo. Ovo more nema srpska nijedna. Nijedna. U Srebrenici. Nijedna, samo im da će biti srpska. Ja sam rekao da je Duni Borova. Evo će se rekao da će biti Duni Borova. Pravac potočani! Pravac potočani, bratuna, nema se zaustati, hajde! Treći ispred mene, skroz, hajde! Ajmo, bom! Napred, pravac potočani! Ajmo, hajde! Hajde, hajde! Milaj, hat Mladic den Befehl erteilt? Wenn das Feuer eingestellt ist, dann geht das nicht auf einen Befehl zurück. Wenn die das Feuer eingestellt haben, dann nur, weil sie wegen der niederländischen Sperre nicht vorrücken können. Seien Sie nicht so pessimistisch. Wenn jemand fragt, warum es keine Luftangriffe gegeben hat, erklären wir... Es war ein Infanterieangriff und luftnahe Unterstützung wäre zu gefährlich gewesen. Voilà. Wenn man feststellen will, dass es keine vorherige Kenntnis über die Lageentwicklung gegeben habe, dann ist das sicher richtig für die Sichtweise eines Leutnants in Srebrenica. Möglicherweise auch noch für den Bataillonskommandeur in Srebrenica. Aber für die Führung des Sektors Sarajevo gilt das schon nicht mehr. Es gilt natürlich bei den jeweils höheren Ebenen, etwa dem Force Commander Unprofor, General Janvier, bei dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs Akashi oder im Department for Peacekeeping Operations in New York, auch nicht aufrechterhalten. Je höher die Verantwortungsebene, umso besser der Informationsstand, wenn man ihn denn wahrnehmen wollte. Wenn jemand fragt, warum es keine Luftangriffe gegeben hat, erklären wir, es war ein Infanterieangriff und luftnahe Unterstützung wäre zu gefährlich gewesen, voilà. Wenn ja, dann geht der Angriff weiter. Morgen früh sind Luftangriffe nicht möglich. Es ist dichter Nebel über Srebrenica gemeldet. Ich denke nicht, dass Mladic die Schutzzone bestrafen will. Er will Bosnien bestrafen, nicht die Schutzzone. Die Serben stehen doch in Friedensverhandlungen. Es wäre äußerst merkwürdig, wenn sie jetzt eine Stadt einnehmen wollen. Äußerst merkwürdig! Peacekeeping in einem Land, in dem der Krieg schon tobt, ist absurd. Und mit diesem Debakel schlägt sich seit 3 Jahren die UNO herum. Aber die Leidtragenden sind die Menschen in Bosnien.
Der Krieg gegen die Menschen in Bosnien, Mord, Vergewaltigung, Konzentrationslager und Vertreibung folgen einem erklärten und offen ausgesprochenen Vernichtungswillen der serbischen Extremisten. Wir können das wissen. Ich meine, die Völkergemeinschaft hätte schon längst von der Position der Neutralität Abstand nehmen und sich parteilich auf die Seite der Opfer stellen müssen. Die Geschichte des Faschismus hat mich gelehrt, dass Polen, Russland und die angegriffenen Völker sich nur mit militärischer Gegengewehr, Gegengewalt zur Wehr setzen konnten. Auschwitz wurde von Soldaten befreit. Und humanitäre Hilfe bedeutet nicht nur Mehl, Öl und Zucker in die eingeschlossenen Gebiete zu schaffen, sondern bedeutet natürlich als erstes das Leben zu schützen. Es ist richtig, wenn wir sagen, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen darf. Das Erbe unserer Väter aber verpflichtet uns auch, wenn wieder einmal ein Volk vernichtet wird, sich dieser Gewalt entgegenzustellen. Was die Menschen in Bosnien eigentlich bräuchten: ein Parteinahme und den wirklichen politischen Willen, dem Morden einen Einhalt zu gebieten. Die Menschen in den Enklaven, in den Schutzzonen, können nicht verstehen, warum sie nach wie vor nicht geschützt werden. Es geht nicht um unsere Befindlichkeit, es geht um das Leben der Menschen in Bosnien. Das war, Frau Kollegin, wenn ich das hinterher sagen darf, eigentlich mehr ein Debattenbeitrag. Und die Folge solcher Verhalten ist natürlich... Evo nas, 11. jula 1995. godine, u srpskoj Srebrenici. U oči još jednog velikog praznika srpskoga poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. Gegen luftnahe Unterstützung einzusetzen. Ich denke, wir haben jetzt eine gute Feuerpause. Exactement. Ich habe mit... Un moment. Dolimir gesprochen. Er hat gesagt, dass sie nicht vorhaben, die Enklave einzunehmen. Ich persönlich... Sklonite se odavde. Radi se po mom naređenju, ne bojte se ništa, samo polako, polako, neka prvo idu žene i djeca. Doće 30 autobusa, prebacit ćemo vas prema Kladnju. Odatle ćete preći na teritoriju koju kontrolišu Aline snage. Samo bez panike i propustite malu djecu i žene. Nemojte da se neko dijete izgubi. Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi. Ovo je živ bio. Thank you.
ja se nadam da ćemo makar ovaj deo problema rešiti na ljudski način, bez da strada nedužno civilno stanovništvo, jer ove žene, djeca i ovi starci ništa nisu krivi, što i Alija i njegova politika zaveli. I ovoga puta pokazalo se jedinstvo vojske i naroda. Pa jeste, da vam kažem, ja mogu samo da, veoma sam potrešen kao čovjek onim što sam čuo od tog civilnog stanovništva i čak i njihovih oficira i vojnika. Trolle mir! Ihr habt doch vor zwei Tagen auch bestritten, dass Srebrenica von seinen Truppen überhaupt angegriffen wird. Wenn sie Srebrenica doch einnehmen, ziehe ich meine Konsequenzen. Wenn sie Srebrenica doch einnehmen, ziehe ich meine Konsequenzen. Meine Konsequenzen. Where is your commandant? The highest? Yes. Najviši, glavni. I think it's OP Papa. OP. Go ahead, glavni ovdje. Entrance. Who is the main man? Who is the highest chief in this? The main chief? Yes. He's talking with your general there. Yes. Is there any civilian inside? Is there any civilian, women, children? Women and children, yes. 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 How many? What is it? Oriental. I think about 4,000. Four is the last one. Oko 400. 4,000. Kako vezano s vjetre dođe vozilo ovdje tu za prevoz za ovih ljudi? Imali muslimanski vojnika kod njih? Is there any Muslim soldiers in the inside? No, I can guarantee you that there's no Muslim soldiers. Okay, u grupama ćemo 10-15 ljudi. Dobro. Babinos? Yeah. Children? Women? Yeah, women. Sick? Healthy? Yeah, yeah, totally. How many men? A few. How old they are? No BIH. How old they are? I haven't seen them all. Dolazim, samo i na komunikaciju dole i ostale, sve znači civilno na komunikaciju dole da se prevoze dalje. General, nemojte dirati nikoga, molim vas. He's talking to our commander right okay, now. Okay, I know that. Puška. Your gun? On the gun. No one is there. It's his. My gun. Isprazniti kaman. Put out your... Herr Kommandant. Bullets from yes. The guns. Samo da, s puškama. Nek dole se meni pušku on. Ovo je gospodin. Give him your gun. We can't give him our guns. If we don't use them, we'll shoot them on the ground. Kaže on se kao spust dole, na zemlju neće upogledati. Fordern die Niederländer Luftangriffe an. Teilt man Ihnen mit, Sie hätten einen falschen Antrag eingereicht. Für Luftangriffe, nicht für Luftnahunterstützung. Zwei weitere Male korrigieren die Holländer ihren Antrag.
dieses Mal, weil er keine vollständige Zielliste enthalte. Um 10.45 Uhr trifft die korrekte Anforderung ein. Um 10 Uhr geht den NATO-Flugzeugen über der Adria der Sprit aus. Sie fliegen auf ihre Stützpunkte zurück. 12 Uhr. Der Himmel über Srebrenica bleibt leer. 12.05 Uhr. Unterzeichnet General Jouvier den Einsatzbefehl der NATO-Luftstreitkräfte. Es war die neunte Anforderung nach Luftunterstützung in 6 Tagen. 14.30 Uhr. Erreichen die Flugzeuge Srebrenica, weil sie erst starten mussten. 14.40 Uhr. Wird die erste Bombe auf einen serbischen Panzer abgeworfen. Die Detonation ist 8 Kilometer weit in die Schutzzone zu hören. In Summe greift die Flugstaffel an. 2 serbische Panzer. Um 15 Uhr wird eine Rakete auf sie abgeschossen. Die NATO-Flugzeuge drehen sofort ab. 15.30 Uhr. Zieht sich die UN aus Srebrenica zurück. 16 Uhr. Nähern sich 30.000 Zivilisten dem Stützpunkt der Vereinten Nationen. Podolschari. 1995 werden mindestens 8.000 bosnische Muslime ermordet. Am 17. Juli 1995 werden mindestens 8.000 bosnische Muslime ermordet. Günther Anders hat einmal auf die begrenzte Leistung unserer Gefühle hingewiesen. Ob
100 Menschen sterben, 1000 oder 1 Million. Wir können nicht mehr als 10 Tote emotional begreifen. Genozide offenbaren die Grenzen unseres Fühlens. Vor unserem eigenen Sterben können wir Angst haben. Aber schon die Todesangst von 10 Menschen nachzufühlen, ist für uns zu viel. Kein Mann zwischen 15 und 65 hat Srebrenica überlebt. In Bosnien wurden wir vor die Wahl gestellt, Krieg oder Genozid. Die alten Griechen meinten, man müsse schon auf einer sehr tiefen Stufe der menschlichen Existenz stehen, um den Unterschied zwischen Recht und Unrecht nicht mehr zu kennen. Sind wir bereit, Zivilbevölkerung in Kriegsgebieten mit unserem Militär zu beschützen? Die Intellektuellen und die Politiker und die Medien wollen über diese Frage nicht reden. Wenn wir jetzt nicht darüber nachdenken, wird auch beim nächsten Genozid erneut im Vorbeigehen und nebenher entschieden. Ich bin eher überrascht. Wären wir bereit, einem Land den Krieg zu erklären, wenn es einen Genozid deckt oder verantwortet? Oder werden wir wieder erklären, was wir schon den Bosniern erklärt haben? Es gibt keine Guten und keine Bösen. Ein deutscher Außenminister äußerte 1999, als er eben dieser serbischen Führung den Krieg erklärte, ja, er habe geschworen, nie wieder Krieg. Und er setzte hinzu, er habe auch geschworen, nie wieder Auschwitz. Hallo, Panther! Panther! Ich glaube, es geht hier nicht um diese Koalition. Das ist eine Situation unseres gesamten Systems, in dem wir immer noch in einem Zustand befangen sind, dass es eigentlich auf die Eigenverantwortung einer Bundesregierung in Deutschland gar nicht so ankommt. So wie noch aus der Zeit der Bundesrepublik vorher, vor der Einigung, dass man im Grunde genommen in diesem großen Spiel der Weltmächte gar nichts Besonderes zu tun und zu sagen hat. Das hat sich geändert. Wir brauchen entscheidungsfähige Regierung. Wir brauchen eine schnelle und reaktionsfähige Möglichkeit. Wir können als neues, wiedervereinigtes Deutschland in einer Schlüssellage der Geografie und auch des Einflusses auf andere Länder nicht abseits stehen. Das kann man sich als verantwortliche Nation Europas nicht leisten. Zumal es ja nicht richtig ist zu sagen, weil wir als Nazi hier irgendetwas Böses gemacht haben. Sondern im Gegenteil, es wäre ja ein Zeichen für die wiedererwachte Selbstbewusstsein im demokratischen Sinne, dass wir die internationale Völkergemeinschaft
Gesellschaft in friedensstiftenden Aktionen voll unterstützen, das wäre die Lehre, die wir zu ziehen haben. Nicht abseits stehen, weil wir früher mal Falsches getan haben. Дякую, мені встреча, поздравіте. Have a safe journey. Thank you. Ваші у Голландії. Is this for my wife? All the best. Is this for my wife? За вас і вашу супругу. For you and your wife. Okay. Hvala lijepo. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Ви можете преći ваше возило. Neka ono ostane ovdje dok prođe vaša kolona, a ваш zamjenik neka krene. And wait until... Prost. Živjeli. Živjeli. Za mir. For peace. Predsjednik opštine. Could you give a comment on this mission and especially about the end of the mission and the departure? The reason of the departure is that there is no mission anymore when there is only one party in this area. Razlog odlaska je to što mis. And I must say that I thank General Mladic for the well-organized departure of my troops. Moram da kažem da sam zahvalan generalu Mladiću na veoma dobro organizovanom odlasku mojih jedinica. And I'm very glad for my soldiers that they can go home now. They deserve it. I veoma sam srećan zbog mojih vojnika da sada mogu ići kući da služim. Vodi sve vojnike. Vodi sve vojnike. Idu svi vojnici. Svi na broju. Sorry, do you have all of your soldiers with you? Unfortunately, one soldier lost his life in this area, but... Nažalost, jedan vojnik je izgubio život. But the rest of them will be home at Monday. Ostatak će biti kući. Lepo, završimo odmah sa mnom. Odmah? Odmah, sve što. Sve odmah. Nema, i možete da idete. Ne, ne, samo nekako. Jasno. Ok. Aha. Čemu se danas zapravo radi? Sreća puta. Last one. Izdjevo da daj. Da nazdravimo. Zdravi. Yes. Zdravi. Gospodine generale. Zdravi. Zdravi. Ne, moramo da...
mögen hinzugekommen sein, politische Weisungen an einige Akteure, die aus ihren jeweiligen Hauptstädten gekommen sind. Weil es schon auffällig ist, wenn Angehörige einer Nation die Interpretation von Nachrichten aus einer bevorstehenden Krise alle gleich interpretieren und Vertreter einer anderen Nation eine exakt konträre Auffassung haben. Da liegt der Verdacht nahe, dass es politische Meinungsbildung aus den Hauptstädten ist, die da durchliegen. Welche Hauptstädte waren das? Und da kann ich mich nicht mehr erinnern. Dann rate ich mal. Ich sag mal Paris. Your guess is as good as mine. Ich sag mal Washington. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Ich sag mal London. London ist es, glaube ich, nicht gewesen. Dann waren es Paris und Washington. No comment. Thank you.